Hey, na? Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy XI. Am Ende des letzten Parts haben wir noch die Mission Written in the Stars angenommen, die wir nachholen werden. Das ist hier unter den Objectives, Tutorial, Mission Windows. Das ist die Mission Rang 3-2. Und ja, die hatten wir vorerst übersprungen. Und jetzt, an dieser Stelle, werden wir sie nachholen. Oh, da disconnected jemand. Okay. Wir sind aber noch live, alles gut. Wir teleportieren uns jetzt einmal nach Windows Walls, Homepoint 1. Wir müssen nämlich in den Heavens Tower, um mit unserem Missionsgeber zu sprechen, mit der Tsubaba. Und die Tsubaba ist eine richtige Baba. Das ist im Prinzip so eine etwas in die Jahre gekommene Frau, will man mal sagen. Und, so eine, ich will mal sagen, störrige alte Oma, die sich immer um die, die Bediensteten anführt. So kann man sich das vorstellen jedenfalls, so eine Persönlichkeit. Die ist entsprechend streng und konservativ eingestellt, schätze ich mal. Und ja, die hat jetzt eine Mission für uns. Und für diese Mission können wir den Torai-Marai-Kanal, den wir jetzt betreten dürfen, da wir im letzten Part ja dieses eine Quest noch angenommen haben, den können wir dafür dann direkt mal nutzen. So, wir müssen jetzt erstmal hier wieder durch die Tür durch und die Treppe ein Stück hoch. Nicht ganz hoch, auf die mittlere Ebene reicht diesmal. Genau. Gibt immer noch Spannenderes als diese Treppe. Übrigens, wenn ihr diese Mission zu einem späteren Zeitpunkt annehmt, also nachdem ihr die Rang 5 Mission gemacht habt, also ich schaue hier nochmal rein gerade in die Liste. Nee, nachdem wir die Rang 4 Mission gemacht haben, also wenn wir Rang 5 erreicht haben. Wir sind ja gerade Rang 4, ne? Genau, wir sind Rang 4 in Windows. Und wenn man schon Rang 5 ist, dann ändert sich diese Mission etwas. Dann muss man auch an diesen Ort, wo wir jetzt hingehen werden, aber man muss dort Gegner besiegen. Genau, das ist die Tsubaba. Ich schwätze gleich mal, dass wir spät dran sind. Sie hat von uns gehört, deswegen hat sie nach uns geschickt. Jetzt erzählt sie noch, dass sie sich um die Kräfte der Star Sibyl sorgt. Und beziehungsweise, dass sie besorgt ist, weil die Star Sibyl halt eine furchtbare Zukunft vorausgesehen hat. Und dabei sogar zusammenbrach. Genau, das war wohl mal... Okay, halt nochmal. Das Ganze war wohl mal passiert, dass die Star Sibyl dabei zusammenbrach, als sie Sonne in Zukunft gesehen hat. Und die ganzen Bediensteten konnten dann nur dafür beten, dass es ihr besser geht. Das Ganze droht jetzt wieder. Und, dass wir sie verhindert wissen. Und dazu gibt es wohl etwas im zentralen Tower der Horototo-Ruinen. Genau, der ist leider versiegelt. Und, beziehungsweise ein Raum da drin ist versiegelt. Und den sollen wir jetzt einmal aufsuchen. Dafür haben wir jetzt dieses Key-Item bekommen, den Charm of Light. Wir können jetzt wieder rauslaufen. Das ist gerade so eine Live-Übersetzung. Ich versuche hier selbst gerade mitzukriegen, was sie eigentlich gesagt hat, weil ich habe, ehrlich gesagt, diese Version von dieser Mission noch nie erlebt. Ich habe die immer zu spät angenommen. Und wenn man die zu spät annimmt, ist sie ein bisschen furchtbar.
weil sie dann halt einfach ein stumpfer Grind ist. Das heißt, man läuft dann an denselben Ort, wo wir jetzt hin müssen, und da stehen Skelette rum und von denen muss man Sachen erfarmen und die droppen einfach furchtbar. Also die Droprate ist richtig, richtig low. Aber wir müssen jetzt nur einen Raum öffnen und dann wieder zurück. Das heißt, das ist easy machbar. Die Schwierigkeit dieser Mission besteht eigentlich tatsächlich darin, diesen Raum zu erreichen. Und normalerweise, wie sie gesagt hat, ist das in den Horototo-Ruinen. Das heißt, man müsste eigentlich aus Windust Waters nach Norden rausgehen, in diesen Tower rein, der direkt vor den Toren von Windust Waters ist. In West Sarutabaruta. Und dort müsste man ein Tor öffnen, das sich aber nur öffnen lässt, indem man zwei weitere Spieler dabei hat und man hat dann unter sich aufgeteilt die Jobs Weißmagier, Schwarzmagier, Rotmagier, stellt sich auf entsprechende Plattformen dafür und das würde diese Tür öffnen und dann könnte man in den Bereich gehen, wo wir rein müssten. Wir spielen hier aber alleine, wir haben diese Leute nicht, wir haben auch die Jobs nicht oder wollen die Jobs nicht sein, sag ich mal. Gut, wir haben die Jobs. Okay, man hat sie von Anfang an. White Mage, Black Mage, Red Mage sind da. Nicht der Punkt. So, was wir jetzt aber machen können, wir nehmen den Hintereingang. Und das ist der Toreimarei-Kanal. Wir laufen einmal zum House of the Hero. Also, beziehungsweise, ja, auf die Insel von dem House of the Hero, sag ich mal. Laufen hier jetzt ein Stückchen weiter, noch runter. Und jetzt biegen wir hier rechts ab, dass wir runter ins Wasser kommen. Jetzt können wir hier unter der Brücke drunter durch, an diesem Goblin vorbei. Und dann kommen wir zum in Hichkin geheimen Eingang vom Toreimarei-Kanal. Und weil wir dieses Quest Toreimarei Turmoil angenommen haben, können wir jetzt Seven of Diamonds, glaube ich, ansprechen. Sagen, yes, wir haben die Erlaubnis, wir haben ja unser Key-Item bekommen an der Stelle und der lässt uns hier durch. Und dann können wir den Toreimarei-Kanal auf diese Art und Weise betreten. So, wir haben jetzt nicht vor, hier irgendwie sonderlich groß zu kämpfen, weil das ist noch über unserem Level. Aber ich glaube, wir haben eine Karte. Wunderbar. Das ist die östliche Karte. Es gibt noch eine westliche Karte und wir müssen auf die westliche Karte rüber. Der Weg ist aber gar nicht so schwierig. Und zwar laufen wir hier runter. Hier sind dann schon die ersten Gegner, also machen wir gleich auch den Jig, dass wir Sneak und Invis haben. Und dann laufen wir einfach nach Westen. Und hier ist Wasser unten, also wir sind erstmal hier auf dem oberen Bereich, da ist eine Treppe runter ins Wasser. Da werden wir rein und dann laufen wir hier einen Kanal entlang. Und dann sind wir auch schon fast da, tatsächlich, dann ist es nicht mehr weit. Das heißt, aktiviert euren Jig. Und dann ab dafür. Genau, das heißt, wir halten uns jetzt westlich. Das ist nur ein Buch für Objectives, sag ich mal, falls man bestimmte Gegner besiegen will. Hier sind viele Untote. Eventuell werden wir die später auch nochmal bekämpfen. So, Level 95 rum. 90, 95. Eventuell, sag ich mal, schon mit Absicht. Also, mal schauen, ob wir das machen. So, und hier in dem Pugils vorbei. Die Treppe runter. Genau, und dann hier ein Stück Richtung Norden. Na, wir sind gerade nicht auf in einem nicht eingezeichneten Bereich auf der Karte. Dann direkt weiter nach Westen. Und jetzt müssen wir jederzeit auf der anderen Karte rauskommen. Genau. Und da oben zum Buch wollen wir hin. Da unten ist auch noch ein Kristall. Den könnt ihr erstmal ignorieren. Den holen wir später, wenn wir da mal hin müssen. Wir bleiben jetzt erstmal hier. Halten uns erstmal. Ich glaube, das ist angebracht, oder? Ja, wir halten uns erstmal nördlich. Jetzt einfach nordwestlich halten. Wir müssen irgendwo nochmal eine Treppe hoch. Ich bin mir aber gerade gar nicht sicher, wo das mal möglich wäre. Dort sieht gut aus, hier im Norden. Gehen wir diese Treppe mal hoch. Und ganz nach Norden an die Seite, da hinten in die Ecke. Mach mal Sneak weg und tanze neu. Also wenn ihr diese Buffs erneuern wollt, müsst ihr Sneak weg machen.
Invis nicht so. Sneak müsst ihr wegmachen. Invis müsst ihr mal wegmachen, wenn ihr was anklicken wollt. So, jetzt gehen wir hier einfach weiter entlang. Okay, wir sind zu früh hoch. Ja, wir sind zu früh hoch. Treppe wieder runter. Wieder ins Wasser. Wir müssen im Wasser weiter nach Westen. Sorry dafür. Aber das hier ist trotzdem eine gute Position, um den Tanz neu zu tanzen, weil hier keine Gegner in der Nähe sind. In dieser Nische. So, okay, wir sind wieder im Wasser an der Kreuzung. Weiter nach Westen. Einfach durchlaufen scheinbar. Aber ihr seht schon, hier sind ein paar Tore, die den Weg oben versperren. Dann schauen wir mal. Da hinten durchzulaufen wäre, glaube ich, keine gute Idee. Wir können es mal probieren. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier nochmal irgendwo die Gelegenheit haben, hochzukommen. Nee. Hier hinten sind wir dann nämlich in einer Sackgasse. Nochmal die Gelegenheit, neu zu tanzen. Ihr seht schon, das ist nicht ganz einfach, hier durchzufinden. Man darüber? Da kann man beim Notfall. Okay. Dann ist ja gut. Okay, es hätte so einfach sein können. Also, wenn ihr dann bei den Pugils aus dem Tunnel rauskommt hier, dann folgt ihr einfach dem Wasser bis nach Nordwesten, bis zu dieser Kreuzung hier. Geht dann ein Stück nach Süden und hier geht eine Treppe hoch. Einmal auf die Treppe rauf. Dann weiter nach Norden. Und hier über diese kleine Brücke einmal rüber. Und dann quasi an der östlichen Wand entlang. Das restliche Stück bis zum Bug. Das dürfte jetzt straightforward sein. Ihr seht hier schon, wenn man auf der anderen Seite ist, dann wird man von dem Tor hier blockiert. Sag ich mal, von dem Gitter. Aber auf dieser Seite kommen wir hier durch. Und dann ist hier dann auch gleich das Buch. Ich glaube, hier sind noch keine Gegner mehr. Ah, doch, ein paar Bats sind hier noch. Gut, aber hier ist das Survival Guide, das ihr anklicken könnt. Und neben dem Survival Guide ist dann der eigentlich Eingang von diesem Areal, was für uns jetzt aber quasi als Ausgang funktioniert. Hier kommen wir in die Horototo-Ruinen, hinter das besagte Tor, wo man diese drei Mages für braucht. Und hier müssen wir für unsere Mission hin. Genau, das heißt, wir sind jetzt hier aus so einem kleinen Bereich. Und ich glaube, wir müssen einfach hier oder da irgendwo hin. Das heißt, es ist nicht schwierig, dieses Stück noch. Hier sind ein paar Gegner. Also, ich rufe einfach mal die Trust. Ich weiß nicht, ob wir sie brauchen werden. Aber sicher ist sicher. So. Und schauen wir mal vorsichtig um die Ecken hier. Weil es irgendwo Gegner sind, damit wir nicht gleich alles aggroen. Ich glaube aber, wir müssen noch eine Tür öffnen. Dementsprechend habe ich mich noch nicht unsichtbar gemacht. Ich werde jetzt diese Tür öffnen und werde sofort tanzen. Sehr gut. Dann laufe ich da durch. Gerade so geschafft. Okay, hier sind nämlich diese Wendigos. Okay, die sind auch too weak to be worthwhile. Alles gut. Okay, also eigentlich keine Gefahr hier.
So, und wenn wir dann hier aber angekommen sind, dann biegen wir einfach einmal nach rechts ab. Und hier ist das Gate of Light. Und wir haben den Charm of Light und den brauchen wir genau dafür. Damit können wir hier jetzt rein. Die bewachen scheinbar dieses Siegel. Ja, super. Und hauen uns gleich mal um. Mit einem magischen Schock. Ajido Marujido findet uns hier noch. Er warnt uns nochmal vor diesen Guardians. Die sind ein bisschen aggressiver eingestellt und haben einfach nur die Aufgabe, das Ding zu bewachen. Oh, die sind von seinem Vater erstellt worden anscheinend. Okay, und das ist ein Teil des Siegels, das den Shadow Lord verbannt. Also kein herkömmliches Siegel. Genau, und wir erzählen ihm jetzt, dass die Star Circle zusammengebrochen ist. Er wird zur Full Moon Fountain. Und ich glaube, das ist schon alles, was wir machen mussten. Ich habe hier mir jetzt zumindest notiert, dass wir hier nochmal hin mussten und jetzt dürfen wir wieder zurück. Ich meine, dann gehen wir hier halt dieses Stückchen wieder rein. In den Toreimarei-Kanal. Wir können das Buch zurücknehmen. Aber ich schaue mal parallel nochmal nach. Windows-Mission. Ups. Winders Missions. So, wo sind wir? Das ist Written in the Stars. Aha. Yes, jetzt dürfen wir zurück. Okay. Das ist richtig. Jetzt müssen wir einfach nur zu Baba. Wir müssen ihr berichten. That's original release areas, Port Windows. Und auch wenn euch das jetzt vielleicht so ein bisschen vorkommt wie, naja, das war jetzt nicht viel Story, das ist den Aufwand ja nicht wert. Wir kriegen nämlich etwas dafür, was dann doch schon von Wert ist. Und das ist der eigentliche Grund, warum wir diese Mission überhaupt noch nachgeholt haben. Das heißt, zurück in den Heavens Tower. Walls, Homepoint 1. Ich heb mir das Flieh diesmal auf für die blöde Treppe.
So, das heißt, einmal das Clerical Chamber wieder öffnen. Na los. Okay. Dann hole ich hier jetzt mal Flieh rein. Und wir sprechen mit Zubaba. Und das müsste es gewesen sein. Sie beschwert sich wieder darüber, dass wir zu spät dran wären. Okay, der Talisman war also intakt. Und das wollte sie eigentlich nur sicherstellen. Sie ist noch skeptisch und verstimmt nicht. Aber okay. So, damit wäre diese Mission geschafft. Und, ja, wir gehen jetzt einfach wieder hier runter. Wir müssen nicht den Warp bringen. Wir gehen jetzt hier wieder runter. Das ist gerade wichtig. Weil, ich sagte ja schon, wir bekommen was dafür, dass wir diese Mission machen. Und, die Mission selbst war jetzt natürlich eine Kleinigkeit, weil wir halt in diesen Toraimarai-Kanal hineinkamen. Aber, ja, eigentlich hätte man ja, wie gesagt, durch dieses Drei-Magier-Tor gemusst. Was für uns jetzt ja keine Option war. Aber man kann da auch alleine durch, wenn man ein entsprechendes Key-Item hat. Und dazu kommen wir jetzt. Nämlich haben wir vor Ewigkeiten schon... Wo habe ich's? Eine Roland Berry gekauft im M&P's Market. Als wir in Juno damals ankamen, haben wir das gemacht. Diese Roland Berry holen wir jetzt raus hier aus dem Mockcase. Und die... traden wir einfach Kupipi. Das kann man nämlich erst machen, nachdem man diese Mission fertig hat. Und Kupipi steht voll auf Roland Berries und bedankt sich uns nach dieser Mission, explizit nach dieser Mission, nachdem man da rein musste, bedankt sie sich damit, dass wir ihr die Roland Berry gebracht haben. Mit einem Portal Charm. Und mit diesem Portal Charm kann man auch diese drei Magier Tür ganz alleine einfach öffnen, indem man die anklickt. So, und das war der Grund, warum wir diese Mission gemacht haben. Ja, gut, okay. Aber man soll uns nicht davon abhalten, auch mal richtig zu progressen hier. Ihr könnt direkt in den Objectives die nächste annehmen. Nämlich diesmal die Rang 4. Die 2-2, die werden wir wirklich auch nicht nachholen. Die lassen wir einfach sein. Aber die Rang 4, die machen wir. Das heißt, die könnt ihr annehmen. Und ja, das wird uns jetzt die nächsten paar Parts beschäftigen. Das wird aufwendig, sage ich euch. So, ich porte mich jetzt einmal nach Windows Woods, schätze ich mal. An den Ausgang oder Eingang, wie auch immer. Und, ja, ich schau mal, dass wir genug Rank Points haben. Weil dadurch, dass wir diese Mission eben gemacht haben, haben wir natürlich auch noch ein paar bekommen. Ich weiß aber gar nicht, wie viel wir brauchen. Das wird zu wenig sein, schätze ich mal. Aber wir können ja mal gucken. Ich weiß auch gar nicht, ob wir die hier annehmen dürfen. Das ist die nächste Sache. Nö, wir könnten sie wiederholen, aber das wollen wir nicht. Ich gebe dir jetzt mal hier einen Erdkristall. Vielleicht reicht das schon. Dann sind wir auf jeden Fall über ein Viertel. Hier ist das nicht. Dann gebe ich da noch zwei Erdkristalle. Dann hat die insgesamt drei bekommen. Drei Erdkristalle oder, naja. Low-Tier-Kristalle, sag ich mal. Also Feuer, Wasser, Erde, Wind, Blitz. Oder Eis. Ja, Hauptsache nicht Licht oder Dunkel. Das müsste reichen.
Darf man nicht bei ihr annehmen, dann definitiv. Okay. So, wir haben auf jeden Fall genug Rank Points. Wir sind schon über die Hälfte der Leister. Das ist definitiv genug. Oh, was haben wir für einen Titel? Certified Rhinoceri Venturer. Okay. So, aber was wir machen werden ist, wir werden den Homepoint gerade mal nach Rulewood Gardens Homepoint 1 nehmen. Und jetzt noch die nächste Mission annehmen. Genau, wir gehen in die Embassy, in die Botschaft. Und wenn wir mit der Empfangsdame sprechen, sagt sie schon, oh, wir sollen bitte durch. Es gibt irgendwas Wichtiges. Und das nehmen wir jetzt gerade hier noch an. Da ist der Botschafter, den wir mal gerettet haben. Und der hat nur eine spezielle Mission für uns. Wir sollen noch bitte zum Archduke von Juno. Dann sagen wir natürlich, ja, werden wir sofort hin und kriegen jetzt einfach nur die Erlaubnis, damit wir durchgelassen werden. So, und damit haben wir die nächste Mission angenommen. Genau. Das ist sogar ein permanentes Key-Item, das ist interessant. Aber okay. So, und ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir diesen Part und im nächsten Part werden wir dann uns auf diese Mission ganz vollumfänglich vorbereiten. Das ist nämlich ein bisschen was wir da an Vorbereitungen treffen müssen. Und ja, ich danke fürs Ansehen dieses Parts. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und ja, aktiviert die Glocke, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, damit ihr über den Upload informiert werdet. Und wir sehen uns dann. Bis dahin, bye bye.